Aloha, hier ist Tang mit einem Geistesblitz für dich. Heute stelle ich eine interessante Frage. Bedingungslose Liebe, wie geht das? Ein kleines Kind würde mich bei dieser Frage wahrscheinlich nur ungläubig mit seinen großen Kulleraugen anschauen und mich wie ein kleiner Buddha anlächeln. Liebe, so wie sie kleine Kinder ständig versprühen und verschenken, ist immer bedingungslos. Jedes Ding, jedes Wesen, das sie betrachten, wird berührt von diesem Lichtstrahl. Der Fokus dieses Strahls folgt der Aufmerksamkeit. Ungeteilte Aufmerksamkeit ist einer der hellsten Lichtstrahlen, die wir verschicken können. Das ist auch der Grund, warum wir es so lieben, selbst in diesen Genuss zu kommen. Alle lebendigen Wesen fühlen sich wohl in dieser aufmerksamen Energie. Sie ist ein wahres Geschenk. Bleibt uns diese natürliche Zuwendung, warum auch immer, als Kind versagt? Oder wird an Bedingungen und Voraussetzungen geknüpft? Nennen wir das Konditionierung. Wir werden dadurch gleichzeitig von unserer eigenen inneren Quelle abgetrennt und mit der Lüge gefüttert, Strom gibt's nur aus der Steckdose. Um die Aufmerksamkeit, diese Liebesenergie zu erhalten, entwickeln wir schon als Kinder sehr oft Verhaltensweisen, die uns diese Zuwendung sichern sollen. Die Methoden schauen wir bei unseren Bezugspersonen ab, wie so vieles andere auch. Der Autor James Redfield hat das in seinem Roman Die Prophezeiungen von Celestine als Kontrolldramen bezeichnet. Damit versuchen wir, andere Menschen und Situationen zu kontrollieren, um die Energie in unsere Richtung zu lenken. Der Einschüchterer, der Vernehmungsbeamte, der Unnahbare und das arme Ich, so nennt Redfield diese Verhaltensmuster. Lies das gerne mal im Internet nach, wenn es dich interessiert. Das Tragische ist, wir greifen in kritischen oder bedürftigen Situationen immer wieder auf dieses Repertoire zurück, denn es hat uns ja schon früher mal scheinbar erfolgreich gedient. An bedingungslose Liebe ist da jedoch nicht mehr zu denken. Hier wird gedealt, manipuliert und getrickst, bis die Luft brennt. Manchmal verdeckt und geheim, ein andermal völlig offensiv und deutlich sichtbar. Es gibt ständig wechselnd Gewinner und Verlierer und jeder versucht in diesem Spiel besser zu sein als der andere. Täter und Opfer tauschen dabei immer wieder die Rollen. Das geht ein Leben lang so und hinterlässt aufs Ganze gesehen sehr viel Schmerz und Leid. Es sei denn, es wird uns bewusst, was wir da treiben und dass wir täglich ein völlig überflüssiges Kasperletheater aufführen. So schön es ist, in den Strahl der Aufmerksamkeit und Liebe durch einen anderen Menschen zu kommen, der Strom kommt ursprünglich eben nicht aus der Steckdose. Wir können darin ständig baden, denn diese Energie ist in uns, umgibt uns, nährt uns und ist grenzenlos und unerschöpflich. Man hat uns jedoch zu einem Zeitpunkt, an dem wir noch abhängig waren, die größte Lebenslüge überhaupt eingetrichtert und uns süchtig gemacht nach etwas, das wir selbst in uns tragen, das wir selbst sind. Was für ein gemeiner Verkaufstrick! In Folge kann man uns an diesem Angelhaken in alle möglichen Richtungen ziehen und uns leere Versprechungen machen, die wir auch noch glauben. Aber was ist, wenn ich nur noch bedingungslose Liebe erleben will, dann ist das ja auch eine Bedingung, oder? Im Grunde schon. Du kannst natürlich jemanden sehr wohl bedingungslos lieben und einen Platz in deinem Herzen einräumen, der dir seinerseits auf irgendeine Art ständig Bedingungen präsentiert, die Voraussetzungen für seine Art von Liebe sind. Nur harmonieren und Spaß machen tut das auf Dauer nicht.
Ich selbst mag die meiste Zeit die ganze Welt knutschen. Aber wenn ich spüre, wie jemand an meiner Quelle rumzapft oder rummanipuliert, gibt's irgendwann freundlich auf die Finger, bis hin zum Platzverweis. Ich muss mich da nicht extra schützen, aber es macht mir einfach keine Freude, wenn ich mich ständig mit diesen Dramen beschäftigen soll, statt zu musizieren und munter Geistesblitze zu basteln. Die größte Bremse für die bedingungslose Liebe sind die Bedingungen, die du dir selbst auferlegst. Kannst du dich annehmen, so wie du bist? Oder hast du ständig noch was an dir auszusetzen und zu perfektionieren? Beurteilst du jeden Furz, den du lässt? Oder kannst du das meiste mit Humor nehmen? Hier, direkt bei dir selbst, liegt dein bester Übungsspielplatz. Wenn du von dir selbst nicht ständig etwas erwartest, dann gelingt dir das auch bei anderen. Also, spann die Liebe nicht vor irgendeinen Karren und nimm dich nicht zu ernst. Mitgefühl, Hingabe und das tiefe Wissen, dass wir wie Adler sowohl das Nest als auch den freien Flug zum Leben brauchen. Dieses Bewusstsein schenkt uns die Fähigkeit, bedingungslos zu lieben. Wenn dir dieser Geistesblitz gefällt, verleih ihm Flügel und denk immer dran. Hör auf dein Herz, lächle und sei glücklich.